Die kleinste misst gerade einmal 1,5 cm, die größte über 20 cm. Bildnisminiaturen aus der Sammlung Tensi. Sie sind Zeugnisse einer vergangenen Zeit und zugleich eines bis heute gleich gebliebenen menschlichen Bedürfnisses. Einen nahen Menschen oder sich selbst im Bild festzuhalten und die Erinnerung an ihn zu bewahren. Ein Foto vom anderen oder ein Selfie sind heute schnell gemacht und entsprechend groß ist die Zahl der Bilder, mit denen wir uns täglich umgeben. Bis zur Entwicklung der Fotografie im 19. Jahrhundert war die Herstellung eines solchen Porträts nur in aufwendiger künstlerischer Handarbeit möglich. Ein solches Bild war damit ein seltener und für manche auch unerschwinglich bleibender Wert. Die Miniaturmalerei entstand aus verschiedenen Wurzeln. Sehr kleine Illustrationen gab es bereits in mittelalterlichen Handschriften. Auch auf Münzen und Medaillen waren kleinstformatige Bildnisse zu sehen. Die eigentliche Bildnisminiatur entstand jedoch erst zu Beginn des 16. Jahrhunderts, als sich im Adel ein entsprechendes Bedürfnis nach kleinen und vor allen Dingen tragbaren Bildnissen entwickelte. Künstler begannen sich auf diese Art der Malerei zu spezialisieren und schufen bisweilen perfekte Meisterwerke auf kleinster Fläche. Eine Verbindung zur Buchmalerei ist noch am Namen ablesbar. Sind Miniaturen in aller Regel auch klein, so bezieht sich die Bezeichnung jedoch nicht auf diese Eigenschaft, sondern leitet sich von dem Wort Minium ab, dem lateinischen Begriff für Bleimännige. Dieses Rotpigment benutzten einst Buchillustratoren, um damit Initialen und Buchseiten zu verzieren. Das kleine Format von Miniaturen und die Tatsache, dass man diese Bilder mit sich tragen, sie in die Hand nehmen und von ganz nahem betrachten kann, machte sie zu sehr persönlichen Objekten. Besonders im 18. und 19. Jahrhundert waren es zweifellos die intimsten Porträts, die Menschen von sich anfertigen ließen. Die kulturhistorische Bedeutung der Miniaturmalerei beschäftigt Juliane Schmieglitz-Otten, eine der Kuratorinnen der Sammlung. Die frühen Miniaturen, die im 16. Jahrhundert im Umfeld des Adels und der Höfe entstanden, waren eigentlich noch nicht so sehr individualisierte Bildnisse. Man kann sagen, es sind eher so eine Art illustrierte Stammbäume gewesen. Man hat Bildnisse von Familienangehörigen gesammelt, oft auch von Heiratsverbindungen zu anderen Herrscherhäusern und hat die in größeren Sammelrahmen dokumentiert. Und das diente dazu, um Alter, Bedeutung, Herkunft eines Herrschaftshauses, eines Adelshauses zu belegen. Und erst im 17. Jahrhundert wurden die Bildnisse zunehmend persönlicher und auch individueller. Und hinzu kommt natürlich das Besondere der Miniaturen, ihre Objekthaftigkeit. Man kann diese Stücke in die Hand nehmen, man kann sie ans Herz drücken, man kann sie auch bei sich tragen, wie ein Schmuckstück. Zum Beispiel wie dieser Ring hier. Seit vielen Jahren beschäftigt sich Bernd Pappe sowohl als Restaurator wie auch als Kunsthistoriker mit europäischer Miniaturmalerei. Viele Objekte öffentlicher und privater Sammlungen hat er bereits gesehen und bearbeitet. Seit 1998 ist er der Sammlung Tensi verbunden. Miniaturmaler waren nicht einfach Maler im Kleinstformat, sondern sie hatten ihre ganz speziellen Maltechniken. Sie malten hauptsächlich in Wasserfarben auf hauchdünne Elfenbeinblätter. Die Elfenbeinblätter, die maßen im Durchmesser nur etwa einen halben Millimeter und waren leicht durchscheinend. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum sie sich denn die Mühe machten, auf ein so kostbares Material zu malen, wenn doch Papier oder Pergament viel einfacher erhältlich gewesen wäre. Aber tatsächlich hatte Elfenbein ein bisschen das Aussehen von menschlicher Haut, auch schon im unbemalten Zustand. Und wenn man Porträts malt, dann eignete es sich eben speziell gut, um die Dargestellten sehr lebensecht zu malen. Weil das Elfenbeinblatt so dünn war, musste es mit Papier hinterklebt werden zur Erhöhung der Stabilität. Zwischen das Elfenbeinblatt und das Papierblatt wurde oft auch eine Silberfolie eingelegt. Die Silberfolie diente als heller Reflektor, wirkte wie eine Art Spiegel hinter dem Elfenbeinblatt und ließ die Inkarnate, die eben transparent gemalt waren, besonders leuchten.
Gemalt wurde eben mit Wasserfarben, das Bindemittel war Gummi arabicum, ein wasserlösliches Baumharz. Die Pinsel mussten natürlich sehr spitz sein, sehr feine Haare haben und ebenso häufig wie der Pinsel wurde auch der Kratzer verwendet. Der Kratzer war eine spitze Klinge, mit der man sehr präzise Farbe wieder entfernen konnte. Die Miniaturmaler sagen, dass sie den Kratzer ebenso häufig verwenden wie den Pinsel. Alles, was gemalt wurde, musste mit dem Kratzer wieder verfeinert und ausgebessert werden, sodass die Pinselstruktur am Schluss fast nicht mehr sichtbar ist. Das Spezielle in den Miniaturen ist eigentlich die Malweise des Inkarnats, weil die besteht aus lauter kleinen Punkten und Strichen. Das war aber nicht eine Marotte der Miniaturmaler, sondern sie mussten das einfach so malen, weil anders wäre es gar nicht gegangen. Elfenbein ist nicht ein sehr guter Malgrund für Wasserfarbe. Es ist leicht fett, leicht wasserabweisend. Und deshalb musste hier die Farbe eben punktend oder strichelnd aufgetragen werden, damit das darunterliegende, das zuvor gemalte, sich nicht sofort erweichte und verwischte. Miniaturen sind und bleiben sehr wasserempfindlich. Deshalb mussten sie geschützt werden. Miniaturen wurden ja auch im Außenbereich mit sich getragen. Also es bestand durchaus die Gefahr, dass auch mal Feuchtigkeit auf das Objekt drang. Deshalb mussten sie mit einem Deckglas vor Feuchtigkeit geschützt werden. Die Deckgläser mussten leicht konvex sein. Die waren immer leicht bombiert, damit sie in einem feuchten Klima nicht auf der wasserlöslichen Malschicht festkleben konnten. Die im niedersächsischen Celle, dem Heimatort des Sammlerehepaares Lieselotte und Ernest Tensi ansässige Stiftung, betreut heute die Sammlung. Sie gehört sowohl von ihrer Quantität wie von ihrer Qualität zu den bedeutendsten Kollektionen weltweit. Teile der Sammlung sind ständig im kulturgeschichtlichen Boman-Museum Celle zu sehen. Die Sammlung Tensi ist deshalb interessant, weil sie nicht nur die Meisterwerke versammelt, sondern einen Überblick über die Miniaturmalerei als Ganzes ermöglicht. Trotzdem hat sie auch ihre Schwerpunkte. Das wären Deutschland, Frankreich und Österreich, auch die Schweiz, zwischen etwa 1650 bis zum Ende der Miniaturmalerei um 1850. Peter Adolf Hall hatte zum Beispiel die Eigenheit, die Vorzeichnung in einem grauen Stift zu machen und die ließ er auf dem Elfenbeinblatt stehen. Und die sieht man auch heute noch durch die Malschicht hindurch. Frédéric Dubois, er hatte eine andere Eigenart, und zwar malte er die Inkarnate mit sehr regelmäßigen diagonalen Schraffuren. Und Jean-Baptiste Augustin, er malte die Miniaturen in einer so feinen Malweise, dass man die einzelnen Striche und Punkte gar nicht mehr erkennen kann. Wenn Miniaturen nicht mit dem Namen der dargestellten Personen bezeichnet sind, ist es oft schwierig, sie zu benennen. Es ist uns aber sehr kürzlich gelungen, und zwar handelt es sich um Frau Tensis Lieblingsminiatur. Sie stellt drei Personen in einer Miniatur dar. Wir haben eine Mutter, die ein kleines Kind auf ihrem Schoß trägt und das kleine Kind wiederum hält ein Gemälde in seinen Händen. Durch die Bestimmung der Dame auf dem Gemälde konnten alle drei Personen identifiziert werden. Sie hatte zwei Söhne, aber keine Tochter. Deshalb ist es naheliegend, dass die dargestellte Mutter eine Schwiegertochter von ihr war. Die dargestellte Dame ist somit Marie-Joséphine de Rigaud de Vaudreuil und das kleine Mädchen muss ihre Tochter Fidèle sein. Miniaturen sind auch ganz wichtige Zeugnisse der Altersgeschichte ihrer Zeit. Wir sehen darauf Menschen in ihrem persönlichen Umfeld und das macht sie ja gerade so besonders. Das heißt, wir sehen Dinge ihres Alltags, ihrer Einrichtung, auch Objekte der Lesekultur, der Musikkultur zum Beispiel. Und ganz wichtig natürlich die Kleidung. Die Sammlung Tensi bietet sozusagen einen Spaziergang durch 300 Jahre Modegeschichte. Die Miniaturen sind auch ganz wichtige Zeugnisse einer Erinnerungskultur. Anders als die großformatige, repräsentative Malerei sehen wir ja hier Menschen, die auch ihre Gefühle zeigen, Menschen in emotionaler Bewegung, die gerade ihre Gefühle demjenigen, für den die Miniatur gedacht war, oder derjenigen zum Ausdruck bringen wollen. Und deswegen werden auch ganz häufig ganz persönliche Dinge beigegeben, wie man zum Beispiel hier an einer Miniatur sieht, auf deren Rückseite Haare eingelegt sind, auf denen sich die Initialen befinden. Mit der hervorragend aufgearbeiteten Sammlung und einer zeitgemäßen, besucherorientierten Ausstellung hat sich Celle zu einem Zentrum der europäischen Bildnisminiaturforschung gemacht.
Die Ausstellung im Bumen-Museum zeigt ausgewählte Objekte spezieller Epochen unter ganz besonderen Ausstellungsbedingungen, konservatorischen Bedingungen, die den Objekten entsprechen. Also so wenig Licht wie möglich für die besonders empfindlichen Objekte und dennoch eben so gut präsentiert, dass die Besucher sie best sehen können in speziellen Vitrinen, die mit Lupen ausgestattet sind. Und im benachbarten Bibliotheksraum bieten wir die Möglichkeit auf Anmeldung zu recherchieren, über spezielle Künstler zu arbeiten und auch Miniaturen einzusehen, die eben gerade nicht in der Ausstellung sind. Doch die Sammlung ist nicht nur vor Ort und durch die Publikationen zu entdecken. Seit vielen Jahren ist Birgit Schmedding für die fotografische Dokumentation der Objekte zuständig und betreut daneben das digitale Erscheinungsbild der Stiftung. Für mich ist natürlich die Herausforderung, also eine gute Reproduktion hinzubekommen, wo also die Spiegelung eliminiert wird. Ich richte praktisch die Kamera lotrecht und mittig aus zur Miniatur und versuche erstmal die Spiegelung aus dem Objektiv und aus der Kamera und aus der ganzen Umgebung rauszubekommen, indem man also alles schwarz abhängt oder abklebt. Ja, wenn das nicht machbar ist, dann muss man leider mehrere Aufnahmen machen in unterschiedlichen Winkeln. Also alle 30 Grad Winkel oder alle 45 Grad Winkel und dann am Rechner die Miniatur wieder zusammensetzen. Ja, das ist wie auf Spurensuchen gehen. Also wenn man die Miniatur in der Hand hält, sieht man noch nicht so viel. Aber wenn man sie dann unter dem Objektiv liegen hat, dann entdeckt man schon einiges. Und wenn man sie nachher in der Vergrößerung sieht, natürlich ganz viel. Und das können wir auch ja toll jetzt mittlerweile abbilden auf unserer Webseite. Also wir haben ja da schöne Funktionen, dass man weit in die Miniatur reinzoomen kann. Der Wunsch der 2016 verstorbenen Sammlerin Lieselotte Tensi war es, diese großartige Sammlung öffentlich zugänglich zu machen und andere Menschen für dieses besondere Gebiet der Malerei zu begeistern. Die Sammlung Tensi macht diese bis heute faszinierende Kunst auf höchstem Niveau anschaulich. Es ist mir eine Freude und Vergnügen zugleich, das Stifter- und Sammler-Ehepaar Tensi vor Jahrzehnten persönlich kennengelernt zu haben. In meiner beruflichen Eigenschaft als Rechtsanwalt und Steuerberater durfte ich das Ehepaar Tensi in rechtlichen und steuerlichen Angelegenheiten beraten und begleiten. Und in diesem Zusammenhang ist auch sehr frühzeitig der Gedanke entstanden, eine Stiftung zu gründen. Die Stiftung sollte gegründet werden, um die Sammlung Tensi auch langfristig über das eigene Ableben hinaus zu erhalten. Dabei war ein großes Anliegen des Ehepaars Tensi, den Stiftungszweck möglichst genau zu bestimmen. Der Stiftungszweck besteht darin, die Sammlung der Öffentlichkeit durch Ausstellungen zugänglich zu machen, Publikationen und Kataloge zu erstellen und auch die kunsthistorische Befassung mit der Sammlung. Im Stiftungsvorstand bin ich zuständig für die Verwaltung des Vermögens und als Gesamtvorstand ist uns wichtig, die Sammlung auch langfristig zu erhalten und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Wir entwickeln die Webseite immer weiter. Also jetzt gibt es neue Funktionen, dass der Benutzer oder Betrachter sich selber zum Beispiel den Hintergrund einstellen kann, ob er die Miniatur auf weiß oder auf schwarz sehen möchte. Dann haben wir ja so einen One-Pager vorgeschaltet, dass man das Aktuelle sofort sieht. Ja, und sonst darf jeder weiter immer in der Sammlung stöbern und entdecken. Heute sind die Werke allen Interessierten über die informative Website der Stiftung jederzeit zugänglich. Ein ganz besonderes Erlebnis ist aber natürlich eine Begegnung mit den originalen Objekten vor Ort.